Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Detective Pikachu kehrt zurück. Wir müssen dem Kommissar folgen, der hier ist. Ich weiß zu schätzen, dass du uns so spontan hilfst, Tim. Entlang, der Tatort ist die Dennys Residenz, gleich hier voraus. Wie läuft der denn? Danny Hose geschissen? Geht zum Tatort. Okay. Der ist wirklich so gelaufen, als hätte er sich selber eingeschissen. Irgendwie so. I don't know. Das. Uiuiuiui. これはこれは名探偵のお出ましか。Red McMaster, Inspector bei der Rhyme City Polizei. Und sein Bulltenso. Lange nicht gesehen, Brad. Die Mittel also auch in diesem Fall. Du dann wohl auch. Ihr Privatdetektive steckt eure Nasen noch einfach zu gerne überall hinein. Wenn Mr. Dennis nicht explizit nach dir gefragt hätte, würde ich dich jetzt bitten zu gehen. Ja, so ungenießbar wie eh und je. Denkst du, der ist immer noch sauer, weil wir ihn damals zu alt aussehen haben lassen? Es sagt, wir sollen keine Mätzchen machen. Ah ja, kein Wunder, dass ihr beide Partner seid. Genug jetzt, Brad. Wir werden diese Ermittlungen gemeinsam durchführen. Das ist der Tatort, ja? Ja, dieses Anwesen gehört Sanjeev Dennis, einem Juwelier. Die Dennis-Residenz. Mr. Dennis gehört zu den wohlhabendsten Personen in Rhyme City. Unter gewöhnlichen Umständen würde ein Normalbürger wie du ihm niemals begegnen. Achte darauf, nichts zu tun, was ihn beleidigen könnte. Oh, und komm uns bei unseren Ermittlungen nicht in die Quere. Er muss einfach herumsticheln, oder? Okay, Tim, komm mit rein. Das verschwundene Juwel. なるほど. Also dann, Tim. Mr. Dennis erwartet dich im Zimmer rechts. Danke, Kommissar. Sprich mit Sanjeev Dennis. Das ist der Rich Boy da. Der Bling Bling Boy. Oh, Tim-kun, warte ich da, jo. Sanjeev Dennis, Juwelier. Und Fukano. Mein Name ist Sanjeev Dennis, ich bin Juwelier und das ist mein Partner Fukano. Ich bin Detektiv Tim Goodman und das ist mein Partner Pikachu. Tut mir leid, wenn ich so direkt bin, aber könnten Sie uns bitte sagen, was Sie über den Vorfall wissen? Das Verbrechen. Während ich außer Haus war, wurde ein kostbares Juwel gestohlen. Es ist als Aurora-Tropfen bekannt und wirklich äußerst selten. Der Aurora-Tropfen. Was für ein mysteriöser Name. Geradezu magisch. Der Dieb hat einen meiner Angestellten verletzt und ist mit dem Juwel entkommen. Aussage notiert, okay? Zum Glück waren die Verletzungen meines Angestellten nur gering. Aber dennoch. Kommt Ihnen etwas seltsam vor? Nun, die Polizei betrachtet meinen treuen Butler als Hauptverdächtigen. Die Polizei denkt, es war der Butler? Können Sie mir etwas über das gestohlene Juwel erzählen? Es sieht so aus. Die meisten Juwelen müssen erst geschnitten und poliert werden, um ihre Schönheit zu entfalten. Aber es heißt, der Aurora-Tropfen hätte seine Form auf völlig natürlichem Wege erhalten. Sein Glanz hat tatsächlich etwas von einer Aurora. Ja, genau deswegen trägt er auch seinen Namen. Es gibt viele Geschichten über den Aurora-Tropfen, aber man hielt ihn für nicht mehr als eine Legende. Auch unter uns Juwelieren nannten wir ihn früher nur das legendäre Juwel. Mit kostbar hat er echt nicht übertrieben.
Es überrascht nicht, dass ihn jemand stehlen will. Das klingt in der Tat nach einem wertvollen Juwel. Wo haben sie ihn denn aufbewahrt? Sicher eingeschlossen in einer besonders verstärkten Vitrine im Juwelenzimmer. Sowohl die Tür zum Juwelenzimmer als auch die Vitrine sind mit einem Schloss gesichert. Und trotz dieser Sicherheitsmaßnahmen wurde er gestohlen. Der Butler. Sie hatten erwähnt, dass die Polizei bereits einen Verdächtigen hat. Ja. Es besteht die Vermutung, dass mein treuer Butler Barnes der Dieb ist. Wie kommt das? Weil Barnes und ich die einzigen sind, die Zugang zum Schlüssel des Juwelenzimmers haben. Warum kommt niemand anderes an den Schlüssel? Der Schlüssel hängt immer um den Hals von Fukano. Wenn irgendjemand außer Barnes oder mir versuchen würde, den Schlüssel an sich zu nehmen, würde Fukano laut geben. Mein Fukano ist ein äußerst treues Pokémon. Würde niemals zulassen, dass ein Fremder den Schlüssel an sich nimmt. Im Moment sehe ich keinen Schlüssel an Fukanos Hals. Die Polizei glaubt, dass Barnes ihn genommen hat. Das klingt erstmal einleuchtend. Vorausgesetzt, es war wirklich Barnes. Mr. Dennis, wenn möglich, würde ich gern mit Barnes reden. Er wird im Moment von der Polizei verhört. Aber sie halten Barnes nicht für den Dieb. Habe ich das richtig verstanden? Ich kenne Barnes schon, seit wir noch jung waren. Er arbeitet bereits seit Jahren in meinem Haus und war immer zuverlässig. Ich bin mir sicher, dass er mich niemals bestehlen würde. Und ich kann mir nicht im Traum vorstellen, dass er jemanden verletzen würde. Sie denken also, dass es nicht Barnes war und der wahre Täter noch auf freiem Fuß ist? Das ist korrekt. Jemand anders muss das Juwel gestohlen haben. Bitte hilf mir zu beweisen, dass Barnes unschuldig ist. Deswegen hat er uns also rufen lassen, damit wir den Namen seines Butlers reinwaschen. Wir sprechen später mit Barnes. Okay. Also, den Aurora-Tropfen finden und den Verdacht gegen Barnes entkräften. Das sind die zwei Aufgaben, für die sie uns gerufen haben. Könntet ihr das für mich tun? Ihr seid die Einzigen, auf die ich mich verlassen kann. Es ist unser Job, den Fall zu untersuchen und die Wahrheit herauszufinden. Wir wissen nicht, ob Barnes wirklich unschuldig ist, bis wir die Ermittlungen angestellt haben. Ja, die Polizei muss wenigstens einen Grund haben, ihn zu verdächtigen. Aber wir tun, was wir können. Wenn Sie damit einverstanden sind, übernehmen wir den Fall. Das ist mehr als annehmbar. Danke, Tim. Prima. Darf ich dann den Tatort untersuchen? Aber natürlich, das Juwelenzimmer ist oben. Ich weiß, du kannst den Fall lösen. Warte kurz, ich will bei diesem Fall mal was ausprobieren. Was denn? Fallnotizen, okay. Das ist ein Tutorial, bla 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 bla. So, öffne das Notizbuch, drücke den X-Knopf. So, das Juwel, bla bla bla, wurde entwendet. Das sollten wir alle wichtigen Fragen aufschreiben. Zeugenaussagen, ja, das wird jetzt aber gezeigt, was es ist. Der Aurora-Tropfen ist Mr. Dennis' kostbares Juwel. Schlussfolgerungen, wenn wir genug Aussagen haben. Okay, im Moment aber nicht genügend Aussagen oder Beweise, genau. Du probierst die Fallnotiz einfach mal aus, okay. Wir müssen Zeugenaussagen sammeln und Beweise, also. Gut. Dann ab nach oben. Das ist das hier. Oi, oi. Ah nein, da wohnt jemand. Okay. Aber welches ist denn das Juwelenzimmer? Achso. Das Juwelenzimmer wurde exakt so gelassen, wie es nach dem Vorfall vorgefunden wurde. Kommissar Holiday hat mir schon Bescheid gesagt. Bitte geh einfach durch. Hi. Ich glaube, ich habe schon eine Idee, was es ist. Ja. Was haben wir gestern für Pokémon gesehen, die herumgeflogen sind? Ja. Da war wohl ein Fenster offen. Guck mal, überall ist Wolle. Komm, ich habe den Fall gelöst. Was ist,
Keine Spur. Ja, das war nicht der Butler. Ich hab's rausgefunden. Hier, da muss ich das hier untersuchen. So, dann kein Detail entgehen. Okay, wo fangen wir an? Hier. Wolle. Eine blaue Feder. Gehört vielleicht einem Pokémon. Was für ein Pokémon könnte es sein? Das wüsste ich jetzt tatsächlich. Also die blaue Feder. Naja. Die einzige Vitrine, die beschädigt wurde. Genau, da war der Tropfen drin. Die Kante sieht mir nach einem Schnitt mit einer Klinge aus. Okay. Das muss eigentlich auch ein Pokémon gewesen sein, weil mit dem Schlüssel ging es nicht. Vitrinenschloss ist noch verschlossen. Okay. Der Schlüssel ist ein anderer als der zur Tür des Juwelenzimmers. Gut, was kann ich sonst noch untersuchen? Da hinten. Auf dem Boden liegt Wolle. Das ist korrekt, Pikachu. Dafür muss man, also für diese Erkenntnis muss man kein Detektiv sein. Naja. Das hier kann ich auch untersuchen. Das ist der zweite Teil, der obere Teil der Vitrine. So. Ein wirklich sauberer Schnitt. Was für ein Pokémon könnte das denn sein? Sichlor? Nee, das ist, müsste ja eine blaue Feder sein. Okay, willst du dir noch etwas ansehen? Nee. Öffne deine Fallnotizen und zieh die Schlussfolgerung. Okay, bla 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 bla. Schlussfolgerung ziehen. Wir können jetzt verschiedene Theorien aufstellen. Welche ist deiner Meinung nach richtig? Der Täter hat das Juwel noch gar nicht gestohlen. Der Täter hat die Vitrine aufgeschlossen und das Juwel gestohlen. Der Täter hat die Vitrine aufgeschnitten. Ich sage das hier. Liegt sehr viel Wolle im Zimmer verstreut, richtig? Versteckt. Ich dir jetzt diese Theorie erklärt in keinster Weise, wie das Juwel aus. Ja, stimmt. Okay. Wir können jetzt verschiedene Theorien. Ja, gut, die Theorie ist eigentlich das hier, ne? Aufgeschnitten und gestohlen. Ja. Was wir im Tatort gesehen haben, lässt darauf schließen. Blablabla. Die Tatsache, dass die Vitrine noch abgeschlossen war, unterstützt diese Theorie. Wir müssen zwar noch weitere Ermittlungen anstellen, um herauszubekommen, auf welche Weise die Vitrine aufgeschnitten wurde. Aber zumindest wissen wir jetzt, wie der Dieb an den Aurora-Tropfen gelangt ist. Der erste Schritt ist getan. Okay. Wow. Ich hab's verstanden, ja. So, wir wissen, dass der Täter Vitrine aufgeschnitten hat. Was ist merkwürdig? Kommt dir an der Art, wie das Verbrechen verübt wurde, nicht etwas merkwürdig vor? Ja, alles ist unversehrt, bis auf das Glas. Die Vitrine war noch verschlossen, als sie aufgeschnitten wurde. Stimmt. Das bedeutet also, der Dieb hatte nur einen Schlüssel. Den zum Juwelenzimmer. Den zur Vitrine hatte er nicht. Mr. Dennis zufolge haben nur er und Barnes Zugang zum Juwelenzimmer. Ich kann verstehen, warum die Polizei Barnes verdächtigt. Bin mir da nicht sicher. Natürlich wäre es das Beste, wenn wir selbst mit Barnes reden könnten. Aber im Moment wird er noch befragt. Wir müssen mit Mr. Dennis über das Schloss an der Vitrine sprechen. Gut, dann gehen wir mal zu ihm. Wie geht es mit den... er kommt sogar selber. Okay. Mr. Dennis. Ich konnte nicht nur herumstehen und warten. Was wird es herausgefunden? Es scheint so, als hätte der Täter das Juwelenzimmer mit einem Schlüssel betreten. Wir vermuten, dass er dann die Vitrine aufgeschnitten und den Aurora-Tropfen an sich genommen hat. Aha, ich nehme an, das wird Barnes nicht viel helfen, nachdem er ja Zugang zum Schlüssel hat. Ich habe eine Frage, Mr. Dennis. Wer hat denn den Schlüssel zur Vitrine? Ich bin hier. Den Schlüssel zur Vitrine trage ich immer bei mir. Ich kenne Barnes schon sehr lange, aber diesen Schlüssel gebe ich ihm trotzdem nicht. Okay. Die Sicherheit ist meine persönliche Verantwortung.
Also haben sowohl Barnes als auch Dennis Zugriff auf den Schlüssel zum Juwelenzimmer. Aber nur Mr. Dennis hat Zugriff auf den Schlüssel zur Vitrine. Das ist eine wichtige Information, Mr. Dennis. Vielen Dank. Wirklich, ich dachte, ich störe vielleicht nur, aber es freut mich zu hören, dass ich helfen konnte. Der Aurora-Tropfen soll ein Symbol der Wiedergeburt für Rhyme City werden. Halte mich auf dem Laufenden, Tim. Okay. Symbol der Wiedergeburt. Nächste Seite. Okay. Es ist jetzt eine Zusammenfassung, das können wir ja überspringen. Die Befragung. Kann ich schon eine Schlussfolgerung ziehen? In Ordnung. Wir haben einige nützliche Informationen gesammelt. Gehen wir erstmal alles in Ruhe durch. Barnes wirkt nicht wie jemand, der Mr. Dennis betrügt. Ne, ich muss ja erstmal zu Barnes gehen. Befrage die Menschen um Pokémon. Beim Fenster liegt es auf dem Boden. So, ne, hier ist kein Fenster. Wieder so eine blaue Feder. Mehrere. Das Federn eines Pokémon? Sieht so aus, sie sind über den Boden verteilt. Das Fenster ist offen. Denkst du, das hat das mit dem Fall zu tun? Schau mal. Eine dieser Federn ist dunkler als die anderen. Okay. Irgendwas daran stört mich. Wo kommst du? Was ist denn los mit dir? Du bist so außer Atem. So, wo kann ich denn die Leute befragen gehen? Unten vielleicht? Gucken wir mal hier. Ne, mit dir möchte ich nicht reden. Kann ich hier reingehen? Da, Barnes wird befragt. Okay, ich befrag mal dich. Sehr wohl zu viel verrangt, dabei sein zu dürfen, oder? Keine Ausnahmen. Okay. Ach, fuck. Ja, ja. Mit dir muss ich auch reden. Ich hätte da ein paar Fragen. Du willst im Dienst keine Zeit mit Plauderei verschwenden, hä? Du bist ganz schön stur, was? Du bist noch anstrengender als Brads, Voltenso. Bruder, ich nehme an, du hast ja angehört, was Mr. Dennis zu sagen hatte. Und ich schätze, er hat dir von seinem Butler erzählt. Er ist nicht sehr erfreut darüber, dass der Verdacht auf Barnes gefallen ist. Sieht ganz so aus. Aufgrund meiner Position kann ich nicht alle Informationen, die wir gesammelt haben, mit dir teilen. Aber wenn ich helfen kann, lass es mich wissen. Danke. Zur Zeit des... Ah, nicht Barnes. Ja, er ist der Hauptverdächtige. Was Seltsames aufgefallen? Kein Motiv? Kein Groll? Keine finanziellen Schwierigkeiten? Vielleicht finden wir noch ein Motiv. Okay. Zur Zeit des Vorfalls. Das untersuchen wir noch. Dann denke, du wirst genauere Informationen bekommen, wenn du selbst mit den Zeugen sprichst. Ja, okay. Aber... Ah, guck mal, hier ist... Hi. Wer bist du? Claudia Dennis, die Ehefrau von Sanjeev. Wir sind Detektive, Miss. Mr. Dennis hat uns gebeten, den Vorfall, der sich hier ereignet hat, zu untersuchen. Detektive? Ah, ich glaube, mein Mann hat das in der Tat erwähnt. Ihr Mann? Das heißt, Sie sind... Claudia Dennis, die Frau von Sanjeev. Tut mir leid, Sie zu stören, aber dürften Ihnen ein paar Fragen stellen. Das würde mich allerdings stören. Ich muss euch bitten zu gehen. Der Fall ist bereits gelöst. Was meinen Sie? Die Polizei sagt, Barnes steckt hinter allem. Also ist die Sache doch klar. Wir haben schon gehört, dass er unter Verdacht steht, ja. Aber wir können nicht sicher sein, dass Barnes der Täter ist. Du klingst genau wie mein Mann. Aber nichts, was du sagst, ändert die Tatsache, dass Barnes der Täter ist. Picolente, der Partner von Barnes, hatte das im Schilde geführt. Ich habe es selbst gesehen. Haben Sie das Verbrechen mit angesehen? Ist
Pico Lente, der Partner von Barnes, in die Tat verwickelt. Du siehst aus, als würdest du mir nicht glauben. Ja, Pico Lente. Erzähl mir mehr. Der Partner, absolut vernarrt in ihn. Okay. Ja. Wäre Pico Lente dazu in der Lage? Ja, es hilft Barnes sogar bei seinen Besorgungen. Er ist sicher in der Lage, sich mit einem Juwel davon zu machen. Okay, es ist auf jeden Fall klar, dass es Barnes wirklich sehr mag. Dann die Zeugenaussage. Hat das Verbrechen gesehen? Naja, nicht ganz genau. Aber ich habe unwiderlegbare Beweise gesehen. Was denn? Während des Vorfalls saß ich bei einer Tasse Tee in meinem Zimmer im ersten Stock. Da ist mir ein Vogel-Pokémon aufgefallen, das am Fenster vorbeiflog. Vogel-Pokémon? Ja, ich habe eindeutig ein blaues Vogel-Pokémon gesehen. Es muss Pico Lente gewesen sein. Wir haben am Fenster und im Juwelenzimmer blaue Federn gefunden. Waren das also Federn von Pico Lente? Im Rückblick betrachtet hat es ganz offensichtlich das Juwel gestohlen. Ich habe auch kurz zuvor ein leises Geräusch gehört. Es hat irgendwie metallisch geklungen. Metallisch? Was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Aber das Juwelenzimmer wurde auf den Kopf gestellt, oder? Ich nehme an, dabei hat es etwas zerbrochen. Und ich habe gehört, dass Federn von Pico Lente im Juwelenzimmer gefunden worden sind. Ist das nicht Beweis genug, dass Barnes der Täter ist? Sie ist von ihrer kleinen Theorie ganz schön überzeugt. Aber es hängt alles an diesem metallischen Geräusch und daran, dass ein blaues Vogel-Pokémon weggeflogen ist. Nicht gerade hieb- und stichfest. Ja, tut mir leid, Mr. Stannis, aber diese Informationen allein sind keine genügender Beweis, dass Barnes der Täter ist. Dann behalte dich und finde heraus, wer es wirklich war und bring das Juwel zurück. Hat dich mein Mann nicht dafür engagiert? Ich verstehe, ja, dass sie aufgebracht ist, aber das muss sie nicht an uns auslassen. Ja, und der Aurora-Tropfen? Hi. Ein unglaublich kostbares Juwel. Kannst du aber erfassen, wie wertvoll es ist? Ich habe es doch gewusst. Sieh sich einer dieser verständnislosen Blicke an. Hey, so sehe ich immer aus. Ich bin mir nicht mal sicher, dass mein Mann den wahren Wert dieses Juwels versteht. Warum sollte etwas so Kostbares einfach Rhyme City stiften? Also sind Sie gegen die Stiftung des Aurora-Tropfens? Aber natürlich, Schätze wie dieser sollte nicht in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Sie ist die Täterin. Sie sollten nur einigen wenigen zur Betrachtung mit der gebotenen Kontenance zugänglich gemacht werden. Von Kontenance sehe ich hier aber nicht viel. Ja, was ist denn hier bei Barnes? Ich bin mir sicher, er ist einfach zu vertrauensselig. Besonders was Barnes angeht. Vertrauen die beiden einander so sehr. Mir wurde gesagt, dass Barnes schon sehr lange hier arbeitet. Sogar viel länger, als ich Sanjeev kenne. Ich vermute, deswegen schlägt sich Barnes auch immer auf die Seite meines Mannes. Meinen Sie? Immer wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, steht Barnes unausweichlich auf Seiten meines Mannes. Obwohl ich mir sicher bin, dass er sich für unparteiisch hält. Dieser Mangel an Selbsterkenntnis ist nur ein weiteres seiner zahlreichen Defizite. Hast du das Gefühl, dass Claudia nicht gerade ein Fan von Barnes ist? Denkst du, sie ist sich deswegen so sicher, dass er der Dieb ist? Ich denke schon. Hi. Nein, ich will nichts von dir. Ich will hier mit Pixie reden. Pixie! So, Pixie. Ach, anscheinend das Partner-Pokémon von Miss Dennis. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Was soll das denn? Kein Grund, so unhöflich zu sein. Was ist das los? Es scheint uns ziemlich verdächtig zu finden. Vielleicht ist es nach dem Vorfall hier etwas empfindlich. Ja.
Wen oder was kann ich sonst noch befragen? Ihn da. Ist auch ein Butler? Konnichiwa, Tantei no Tim-kun. Ah, ja. Tim-san, desu ne? Larry Turner. Seit kurzem in der Dennis-Residenz angestellt. Moment, ihr seid diese Detektive, nicht wahr? Mr. Dennis hat das zumindest gesagt. Ich bin... Moment, das ist nicht formell genug. Tut mir leid. Mein Name ist Larry Turner und ich gehöre zu den Angestellten des Hauses. Ein Angestellter des Hauses, was? Er wirkt etwas überfordert. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Ich meine, bitte lass es mich wissen, wenn ich etwas... Sie müssen nicht so förmlich sein. Danke, da bin ich erleichtert. Ich arbeite hier schon eine Weile, aber es ist immer noch schwierig für mich, mich gewählt auszudrücken. Oha, ist das ein Problem? Naja, zu meinem Glück kümmert sich Barnes um die wichtigen Gäste. Ich dagegen kümmere mich hauptsächlich um die Pokémon sowie das Haus und den Garten. Und das ist auch gar kein Problem. Ich weiß ja nicht, er klingt mir nicht so, als wäre er seinen Aufgaben gewachsen. Aber du wolltest fragen, was passiert ist, ja? Ich habe der Polizei schon alles gesagt. Tut mir leid, noch mehrere Zeit in Anspruch zu nehmen. Ach nein, so habe ich das nicht gemeint. Das sollte keine Beschwerde sein. Ich erinnere mich nur einfach nicht so genau. Irgendetwas hat mich aus dem Nichts angegriffen und dann wurde alles schwarz. Irgendetwas? Also war es nicht der Dieb, der ihn attackiert hat. Können Sie uns bitte mehr darüber erzählen? Aber natürlich, kein Problem. Das Verbrechen. Die Arbeit erledigt, Pokémon Essen gemacht, geputzt, im Garten aufgeräumt. Ich habe Picolente aus einem Fenster im ersten Stock fliegen sehen. Ich weiß auch, dass ich mich gefragt habe, wo es hin will. Normalerweise benutzt Picolente nämlich einfach die Tür. Es kam mir komisch vor, also bin ich nach oben gegangen, um nachzuschauen. Und da habe ich gesehen, dass die Tür zum Juwelenzimmer weit offen stand. Aber damit nicht genug. Als ich im Zimmer nach dem Rechten sehen wollte, hat mich ein Pokémon mit einem Schlag angegriffen. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, wie ich auf dem Sofa liege und jemand meine Verletzungen behandelt. Pokémon hat sie mit einem Schlag angegriffen? Ja, ich glaube, ganz kurz etwas kleines Rotes gesehen zu haben. Von der Größe würde ich sagen, es war unmöglich ein Mensch, also tippe ich auf ein Pokémon. Ein rotes Pokémon. Sind sie was für eins? Ich bin mir wirklich nicht sicher, es ging alles so schnell. Verstehe. Okay, kein Pokémon würde den Aurora-Tropfen stehlen wollen. Ist möglich, dass der Täter seinem Partner-Pokémon aufgetragen hat, das Juwel zu stehlen und Turner K.O. zu schlagen? Also Tim, was denkst du, nachdem du Turners Geschichte gehört hast? Picolente finden und das rote Pokémon auch. Okay. Der Täter. Das war alles. Okay. Sonst ist ihm nichts mehr eingefallen. Überrascht, bla bla bla. Er denkt nicht, dass es Barnes ist. Er kann es nicht glauben. Voller Kollege. Wenn man Barnes vor dieser Sache kannte, wäre man nie auf die Idee gekommen, dass er ein Dieb sein könnte. Und der Aurora-Tropfen. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Er war im Juwelenzimmer weggeschossen, seit er ins Haus gebracht wurde. Natürlich ist er wertvoll und so. Da rühren wohl auch die Streitigkeiten zwischen Mr. und Miss Dennis in letzter Zeit. Nur, falls du es noch nicht weißt, Mr. Dennis hat vor, zu stiften. Und die Frau ist nicht einverstanden. Jeden Abend streiten sie sich. Die Frau will es nicht weggeben. Eine Kluft zwischen den beiden, okay. Ja, es ist halt die Frage, wo ist denn das Picolente? Und wen könnte ich noch befragen? Gleich mit ihm nochmal? Ne, mit ihm kann ich, oder vielleicht kann ich doch noch mit ihm reden. Okay, bla bla bla. Das ist wieder eine Beschreibung vom Aurora-Tropfen. Der Vater.
Hat die Polizei neue Anhaltspunkte? Nichts. Trotzdem danke. Harry hat die Sache mit A untersucht, als er verschwunden ist. Wenn man diese Sachen weiterverfolgt, sollte man also eigentlich auch Harry finden. Aber der Fall ist abgeschlossen, wir haben noch immer keine einzige Spur. Ja, lass dich nicht entmutigen. Sieh dir nur an, was erreicht ist, bla bla bla, du bist ein guter Bursche. Sonst noch irgendwer hier? Gleich oben? Du. Gegenstand polizeilicher Ermittlungen ist der Raum, okay. Ich mit dir noch, habe ich noch nicht geredet. Doch, habe ich. Was ist, wenn ich nochmal hier reingehe? Rotes Juwel. Oder was ist, wenn ich eine Schlussfolgerung ziehe? Okay. Will Barnes, machen wir mal das hier? Nee. Okay. Ich, probieren kann man ja. Wir haben noch nicht genug Informationen. Gut. Nee, ich will doch jetzt zurück. Wen können. Aha, vielleicht kann ich ja noch in den Garten gehen. Das wäre eine Idee. Kann ich hier raus? Es gibt keinen Grund, jetzt in die Stadt zu gehen. Ja, aber mit wem soll ich denn noch reden? Versuchen wir es später. Oder mit ihm? Ah ne, mit Fukano kann ich ja noch reden. Partner-Pokémon von Dennis. Ist anscheinend verantwortlich. Kein Wunder, dass es so niedergeschlagen wirkt. Okay, eine Weile ruhen lassen. Gut. Sanjeev. Frag mich alles. Symbol der Wiedergeburt. Was macht den Aurora-Tropfen zu einem Symbol der Wiedergeburt? Vor 2 Jahren während des Vorfalls mit R hat mein Juweliergeschäft erheblichen Schaden erlitten. Moment, sie sind Opfer von R? Ja, einige Pokémon, die R ausgesetzt wurden, sind durchgedreht. Sie haben mein Geschäft zerstört, ganz zu schweigen vom Schaden an meinen Juwelen und anderen Waren. Zu dieser Zeit befand sich der Aurora-Tropfen bereits in meinem Besitz. Ich hatte ihn sicher im Laden verwahrt. Wurde der auch beschädigt? Nee. Von all den Juwelen in meinem Laden blieb der Aurora-Tropfen als einziges unversehrt. Die Trümmer sind so perfekt angeordnet um den Aurora-Tropfen gestürzt, dass man fast sagen könnte, etwas hätte ihn beschützt. Wahrscheinlich hat ihn auch jemand beschützt. So wurde der Aurora-Tropfen bekannt als das Juwel, das R überstanden hat. Die Leute fingen an, in den Laden zu kommen, nur um ihn zu sehen. Und dank all dieser Aufmerksamkeit kam mein Geschäft wieder auf die Beine. Okay, warum bewahren Sie denn so kostbare Juwel hier in Ihrem Anwesen? Weil ich mich entschieden habe, es Rhyme City zu stiften. Aber warum? Der Aurora-Tropfen ist nicht nur für mich wertvoll und genau deswegen will ich ihn stiften. Bürgermeister Myers hat mit der Pokémon-Freundschaftswoche seinen Teil für die Verbesserung unserer Stadt beigetragen. Ich will dabei helfen. Also wollte ich das Juwel, das R überstanden hat, als Symbol der Wiedergeburt von Rhyme City stiften. Ich hoffe, dass ich dadurch nicht nur mein Geschäft, sondern die ganze Stadt beleben kann. Beeindruckt, ja. Freut mich. Vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Ich sollte dich... Naja. Okay. Jetzt kommt jemand. Mr. Barnes, bitte verlassen Sie bis auf Weiteres nicht das Anwesen. Verstanden. Klingt, dass er die Polizei... Oh, wir können mit Barnes reden. Brandon Barnes, Butler in der Dennis-Residenz. Okay. Wie konnte es nur so weit kommen? Warum wirke ich für die Polizei so verdächtig? Entschuldigen Sie, sind Sie Mr. Barnes? Wer bist du? Ich bin Detektiv Tim Goodman. Wirklich? Ach, Verzeihung, ich bin Brandon Barnes. Ich bin in der Dennis-Residenz als Butler tätig. Wäre es in Ordnung, wenn wir Ihnen ein paar Fragen stellen?
Mir ist klar, dass sie nach der Befragung durch die Polizei erschöpft sein müssen. Mach dir keine Gedanken deswegen. Wenn Mr. Dennis dich engagiert hat, dann ist es meine Pflicht, vollumfänglich mit dir zu kooperieren. Danke. Worüber möchtest du sprechen? Gucken wir morgen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.